Willkommen zurück mit einer neuen Folge Sims 3, die Redaktion. Am Wochenende gab es ja leider nicht viel zu sehen. Der ein oder andere wird es vielleicht gelesen haben. Ich habe mir wunderbar zum Wochenende an einer kochenden Suppe die rechte Hand verbrannt. War nicht gerade angenehm, heute geht es allerdings schon wieder. Und jetzt bin ich auch schon wieder für euch da. Wir wollen das Büro weiterbauen, so habe ich das in Erinnerung. Wir haben gerade 1250 Dollar gekriegt. Das war ein Geschenk aus der Community. Da gab es noch zwei oder drei andere Dinge. Die packe ich entweder heute noch aus oder aber halt auch in der nächsten Folge. Wichtig ist mir heute ganz einfach, dass wir das Büro fertig bauen. Es ist ja letztendlich auch eine Redaktion, die hier entstehen soll. So, jetzt gucken wir mal eben Büroartikel. Schauen wir mal eben nach Schreibtischen und da hatte ich in der Vergangenheit immer meinen Lieblingsschreibtisch und zwar diesen da. Das ist irgendwie so dieses typische Büroding. Wo packen wir den denn jetzt hin, dass wir vielleicht zwei hier reinkriegen? Ach komm, ich würde sagen, wir packen einen hier an die Seite. Und dann noch einen zweiten. Wo haben wir den denn jetzt? Ach, da war er. Und zwar drehen wir den jetzt so. Jetzt habe ich die Farbe. Ah, ich will keine unterschiedlichen Farben haben. So, schwarz oder grau, wie man es nennen will. Ach, pass mal auf. Wir packen die direkt nebeneinander. Mal ein bisschen Platz lassen. Komm, lass ein bisschen Platz dazwischen. Jetzt noch ein schönes Stühlchen dazu. Was haben wir denn hier Schönes? Mal eben schauen, was kostet der denn? Plüsch und Plumpstuhl, 250 Dollar. Ja, hurra, 225. Komm, Bürostuhl überarbeitet. Der tut's doch im Moment. Farblich sehe ich hier fast keinen Unterschied, oder ich bin blind. Nehmen wir einfach mal so, gucken wir mal. Was seht ihr denn Unterschied, mal ganz ehrlich? Ach, da unten ist der Fuß anders. Der ist dann auch schwarz oder so. Nehmen wir, ist so gekauft. Einmal. Nochmal. Und jetzt kommt das Wichtigste. Computer. Was haben wir denn da Feines? Easy E-Computer von Freds PC-Hütte. Was ist das hier? Multitablet. Ah ne, das ist für Simple. Das wollen wir nicht. Tun wir nicht, machen wir nicht. So, einmal hier hin. Einmal dahin. Und dann sind wir auch so gut wie pleite, aber wir haben zwei Arbeitsplätze bei uns im Haus. Und das ist ja genau das, was ich haben wollte. Ja, gehen wir in den Live-Modus wieder zurück. Da oben. Und da klingelt auch die ganze Zeit bei irgendjemand von unserem Sims Handy. Jetzt weiß ich noch nicht, wer wo pennt, aber ich glaube, das ist Alex, der hier ein Nickerchen macht. Genau. So, wo läuft meiner einer dahin? Ja, typisch in die Küche. Während Marco ja irgendwie noch in der Bücherei sitzt und am Lesen ist. Da pennt wer? Der Patrick, okay. Ich bin mal gespannt, ob die Einteilungen so bleiben, dass Patrick also zukünftig immer hier pennt. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, dass jeder von den Sims ein Bettchen hat. Kampf der Köche für Alexander. Der Chefkoch des Restaurants veranstaltet einen Wettkampf, bei dem der beste einheimische Koch ermittelt werden soll. Bereite etwas Besonderes zu und mach dich schnell zum Restaurant auf, um am Wettkampf teilzunehmen. Dem Gewinner winkt ein Geldpreis. Nein, danke. Da Alex normal berufstätig ist, hat er keine Zeit dafür, da irgendwas zu kochen im Moment. Ich werde diese Gelegenheit natürlich nicht immer auslassen. Wir müssen mal schauen, dass wir uns vielleicht die Woche speziell mit einem Sim beschäftigen. Jo, meiner einer hat dann mittlerweile auch mal den Computer entdeckt. Ist doch eigentlich eine ganz feine Sache. Und was macht er natürlich daran? Zocken. Ich könnte ja jetzt behaupten, das macht er für einen Spieletest. Aber ich glaube, der macht das eher zur Beschäftigung für sich. Gucken wir doch einfach mal. Jo, Spaß. Eigentlich geht es unseren Sims ja relativ gut. Ich weiß nicht, was Alex da unten für ein Problem hat. Okay, der hat nur Hunger. Aber wenn ich mir das ansonsten so anschaue, soziale Kontakte, Spaß. Gucken wir mal bei Patrick. Das geht eigentlich auch so. Der ist halt nur müde im Moment. Der muss pennen.
Wie sieht's denn bei Sandra aus? Die hat Kohldampf, ansonsten auch soziale Kontakte und Spaß, alles im grünen Bereich. Bei mir hatte ich gerade schon geguckt, sieht auch super aus. Bei meiner Frau ist es ähnlich. Und der Marco, ja, der muss dringend aufs Klo, aber der ist ja momentan auch nicht da. Muss er sich selber drum kümmern. So, wo ist Sandra gerade? Die scheint auf Arbeit zu sein, so wie es aussieht. Ja. Oh. Hört sich interessant an. Das ist Alphabet für Arme irgendwie. Ab zurück zur WG. Zack, zack. Ja, da sitze ich immer noch am Computer, der momentan nicht gerade da ist irgendwie. Aber das kennen wir ja schon, das dauert Ewigkeiten mit dem Nachladen. So, was ist jetzt? Hat er das Ding einfach ausgemacht? Tatsächlich. Jetzt kann meine Frau auch mal direkt gucken. Oh, die flirten jetzt miteinander. Ist ja echt eine geniale Kiste. Sind verheiratet. Oh, Monsieur Alex ist aus dem Tiefschlaf erwacht. Hat's da jetzt bei unserer Tür geklingelt? Ich krieg davon immer Hallos. Also, irgendwie klingelt's immer irgendwo und ich denke dann, bei uns klingelt's hier. Scheint aber schon wieder nicht bei uns gewesen zu sein, bei den Nachbarn auch nicht. Ach, ein Computer reicht anscheinend nicht. Jetzt muss ich den zweiten Dreck auch in Beschlag nehmen oder was? Was macht er diesmal? Computerspiele spielen. Ja, ist klar. So, schauen wir noch mal eben, was wir heute da an Geschenken bekommen haben. Topfstaude, die passt mal ganz gut hier ins Büro rein. Die packen wir einfach mal dahin. Dann haben wir noch so ein kleines errötendes Lämpchen. Das packen wir einfach auch mal für zusätzliches Licht. Und dann haben wir irgendwie so einen Getränkeautomaten gekriegt. Pass mal auf. Den stellen wir auch mal direkt in die Küche. Der nimmt natürlich dann hier einen Platz weg, aber das ist mal Latte jetzt. Raus mit dem Ding. Ja, mit dem Sofa. Was machen wir denn damit? Ruhesofa. Igitt, ist das hässlich. Das machen wir zu Geld. Bringt auch satte 1200 Dollar. Die können wir besser gebrauchen als so ein hässliches Sofa. Trotzdem vielen Dank für das Sofa, wer es immer auch gespendet hat. Das weiß man ja nicht, was da vorher drin ist, aber das Ding ist so hässlich, das sieht ja bald wieder aus wie Opas Hütte. Da braucht man nur wirklich nicht, oder? Ja, was macht der gute Alex jetzt da? Ach, der beschäftigt sich mit Gonzo. Was soll denn das? Was regt er sich jetzt darüber auf, dass Gonzo da bei mir auf dem Nachttisch liegt? Das war auch ein interessanter Fehler, der springt durch eine geschlossene Wand rüber zu mir, rüber zu Alex ins Zimmer. Das ist ja auch mal ein Ding, oder? Also solche Dinge dürfen eigentlich nach so langer Zeit nicht mehr passieren. Es gibt so viele Add-ons. Und dass dann solche Fehler immer noch da sind, nee, das kann also irgendwie nicht. Ach, jetzt versammeln sie sich langsam, aber sicher alle zum ersten Arbeitstag im Büro. Hooray! Und Alex wird mit Sicherheit auch Spiele spielen, so wie ich den kenne. Ja, war klar. Ja, wie eben schon mal kurz angesprochen, bin ich am Überlegen, eine sogenannte Themenwoche zu machen. Dafür wird es auch eine Abstimmung geben. Das heißt, wir werden uns jede Woche mal ein, maximal zwei Sims packen, mit denen irgendwas unternehmen. Das kann alles Mögliche sein, vom Kochen lernen, Gitarre spielen, irgendein Buch schreiben oder halt auch mal die Stadt erkunden. Für Tipps, Vorschläge und alles, was dazugehört, bin ich natürlich offen. Also ihr könnt es in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten macht es ja relativ schnell langweilig, den Leuten ja einfach nur zuzugucken, wie sie da vom Computer hängen oder vom Fernseher. Wir müssen ja schließlich irgendwas mit den Jungs hier unternehmen, mit den Mädels. Lass mal eben schauen, wo ist denn mein alter Ego? Wo blitzt der rum? Oh, der war gerade auf dem Pott. Da müssen wir ja nicht unbedingt zugucken. Ja, schauen wir mal eben. Sandra ist noch auf Arbeit. Ich glaube, der Marco ist da noch irgendwie lesen. Gucken wir noch mal schnell.
Ja, der sitzt da immer noch und ist am Lesen. Was liest der denn mittlerweile? Endstation Harthausen. Ja, gut. Wie auch immer das Ding da heißt. Wer ist denn da Schönes? Aisha Ansari und wer ist da noch? Madison von Watson. Die mit dem kaputten Fernseher. Und dann taucht da einfach noch ein zweiter auf oder ein dritter. Die Hütte hier ist ja voll. Oscar, Buster. Jetzt ist da jemand in die zweite Etage gegangen. Jetzt gucken wir eben oben. Vielleicht können wir uns mit der ja so ein bisschen anfreunden. Schick mal Marco doch einfach mal hoch. Tier vom Nachbarn adoptieren? Nee, wollen wir überhaupt nicht. So, jetzt freundlich begrüßen. Bin ich ja mal gespannt, ob daraus was wird. Jetzt dauert das natürlich Ewigkeiten, bis er seinen Arsch nach hier oben bewegt hat. Wer flitzt da rum? Boyd Wainwright. Okay. Also manchmal frage ich mich, was die hier ran so toll finden. So, Marco, gib alles. Oh, die verstehen sich sogar sehr gut. Na dann lass die mal eine Runde quatschen hier. So, was haben wir denn hier? Freundlich. Kompliment über Klugheit, das wissen wir ja noch gar nicht. So, einmal hier kennenlernen. Freundlich. Ratschen ist doof am Anfang. Nach Karriere fragen. Genau, das sind doch so Sachen, die man anfangs macht. Na, nach Hause einladen? Nee, wollen wir noch nicht. Es gibt nur Streit, vermute ich mal. Und nochmal kennenlernen. So. Ab das Ding. Mal gucken, wie das Ganze ankommt. Das war ein Bäuerchen, mein Freund. Da hast du aber eins zu deinem Besten gegeben. Ey. Und sowas läuft im Anzug rum. Ich finde die Sprache von denen so total geil. Zabimbala Bosi. Na, die verstehen sich, seht mal. Muss ja nicht immer Streit geben. Lockvogel, die ist also auch ein Dieb. Also zumindest arbeitet sie in dieser Branche. Sieht sie gar nicht nach aus. Kann man ja jetzt mal das Kompliment über Klugheit machen. Mal gucken, wie das ankommt. Wer ist das? Oscar, der war glaube ich unten gerade eben schon, hat den Laptop mitgebracht. Sieht bald so aus, ne? Oh ja. Aber geil, der geht in eine Bücherei, um mit seinem Laptop Computerspiele zu spielen. Super. So, was haben wir denn noch hier? Oh, sie ist ein Genie. Okay. Oh, ein bisschen freundlich bleiben, wenn wir eine Geschichte erzählen. Oh, Marco hat Hunger. Ich glaube, wir schicken wir gleich mal nach Hause was essen. Aber an dieser Story hier bleiben wir mal ein bisschen dran. Ich sag einfach mal, das heißt Aisha, oder? Oder Aisha? Wir nennen sie einfach mal Aisha. Aisha Ansari. Da kann der Marco mal dranbleiben. Mal schauen, was sich daraus entwickelt. So, gucken wir mal, Gruppe gründen. Nö, wollen wir nicht. Auch wiedersehen, aber das behalten wir mal im Auge. Tja, wir sind auch schon wieder am Ende dieser Folge. Aber wir haben ja jetzt ein Ziel. Wir werden den Marco halt einfach ein bisschen mehr beobachten, was abgeht. Wir wechseln nochmal eben in die WG, schauen, was da los ist. Da wird auch fleißig gezockt. Anstatt gearbeitet. Oh, jetzt fängt Sandra auch noch an, auf ihrer Gitarre rumzuklimpern. Oder auch nicht, packt sie direkt wieder weg. Wie auch immer, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis denne.